diesjährige E3 hat vielleicht so viel spannende und neue Indie-Titel hervorgebracht wie noch nie eine Messe zuvor. Davon jetzt noch drei auszuwählen, ist etwas vermessen. Wir haben es trotzdem für euch probiert. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. In Firewatch spielt man einen sogenannten Waldbrandwächter im Nationalpark von Wyoming. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist die nette Dame am anderen Ende seines Funkgeräts. Die Dialoge sollen dabei ähnlich ablaufen wie in Telltales The Walking Dead. Kein Wunder, schließlich sind einige ehemalige Entwickler von ihnen hauptverantwortlich für das Mystery Adventure. Ein Spiel, bei dem man völlig allein in einer fremden, mysteriösen, nur mit einer omnipräsenten weiblichen Stimme reden kann? Das hat bei Portal schon fantastisch funktioniert. Firewatch soll zusammen mit seinem extravaganten Grafikstil noch dieses Jahr erscheinen. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Meine Güte, sieht das Spiel toll aus. Cuphead bedient sich gekonnt beim Zeichenstil der Disney-Filme aus den 20er und 30er Jahren. Und auch wenn die Grafik noch so knuffig aussieht, versteckt sich dahinter eigentlich ein Shoot'em'up in bester Kontratradition. Allerdings hat das Gameplay einen interessanten Kniff. Und zwar gibt es keine klassischen Level im eigentlichen Sinne, sondern nur Bosskämpfe. Und diese sollen auch noch richtig knackig sein. Perfekt für alle sich selbst geißelnde Nostalgiker und Souls-Veteranen. Raus kommt das Ganze Xbox-exklusiv 1936 plus 80 Jahre. Man kann vielleicht darüber streiten, ob Unravel der verdiente erste Platz ist, aber mit Sicherheit war es die warmherzigste Präsentation der ganzen E3. Creative Director Martin Salin hat davon erzählt, wie er auf einem Familienausflug auf die Idee zum Spiel gekommen ist und er die erste Puppe bastelte. Die kleine Hauptfigur besteht aus Garn und dieser soll die Liebe und die Verbindung repräsentieren, die wir im Leben machen. Schon in den gezeigten Szenen schaffte es das Spiel auf eine wundervolle Weise, dieses Gefühl zu transportieren. Und alleine das schon ist preisverdächtig. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin von dieser E3 ganz besonders beeindruckt, mit welcher Kreativität selbst kleinste Indie-Entwickler echte Perlen zaubern. Und es gab ja noch so viele andere erwähnenswerte Titel, Typo Man zum Beispiel oder mein persönlicher Favorit No Man's Sky. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Entwickler sowieso nur gezeigt haben, was sie letztes Jahr sowieso schon versprochen hatten. Also hat es No Man's Sky leider doch nicht in die Top 3 geschafft. Aber was meint ihr denn dazu? Welche Indie-Titel gehören eurer Meinung nach da rein? Schreibt mir doch eure Favoriten in die Kommentare, ich freue mich drauf.